Thema heute, wir sind in der siebten Klasse in Physik. Wir haben schon viel über Dichte und ähnliche Sachen gehört, gesehen. Wir haben Geschwindigkeiten, uns mit solchen Dingen beschäftigt und so weiter. Und jetzt ist das die qualitative Seite. Wir haben also viel begreifen können auch, mal anfassen, mal gucken, ob was schwimmt oder nicht und so weiter und so fort. Und wir kommen heute aber zur quantitativen Betrachtung nochmal. Und zwar haben wir schon vorher das Gleichunglösen ein bisschen geübt. Wir kommen zu physikalischen Berechnungen also. Und da geht es um die allgemeine Vorgehensweise, damit man etwas leicht macht und um Übungen dazu. Ich könnte jetzt in Mathematik auch sagen, das sind Textaufgaben. Und das ist immer so ein schlimmes Wort für manche Schüler, weil die dann sagen, ich habe mir das jetzt schon 10-mal durchgelesen, ich verstehe es immer noch nicht. Bei solchen Sachaufgaben, Textaufgaben, bei solchen Rätseln geht man wie folgt vor. Die Vorgehensweise ist also immer die gleiche. Man schreibt schon mal, bevor man richtig anfängt zu lesen, das Wort gegeben. Aber das kürzt man ab, weil es sonst zu viel Zeit kostet. Gegeben, das ist der erste Schritt. Dann fängt man an zu lesen. Und wir fangen mal gleich mit einem Beispiel an. Ein Flugzeug bewegt sich mit einer Geschwindigkeit V von 800 Kilometer pro Stunde. Dieser ganze Satz lässt sich auf dieses bisschen reduzieren. V ist gleich 800 Kilometer geteilt durch Stunde. Kilometer pro Stunde, sagt man dazu. So, diesen Satz haben wir praktisch in eine Kurzform überführt, mit der man auch was anfangen kann. Denn rechnen machen wir mit solchen Symbolen. So, jetzt geht's weiter. Die Flugzeit des Flugzeuges beträgt 5,5 Stunden. Aha, T wie Time ist gleich 5,5 Stunden. Wie weit ist das Flugzeug in dieser Zeit geflogen? Jetzt kommt ein weiteres wichtiges Wort, gesucht. Das ist nämlich die eigentliche Frage. Wie weit ist es geflogen? Und da geht es um die Strecke S. Die Lösung, wieder ein wichtiges Wort. Lösung schreibt man hin und beginnt, indem man, und jetzt kommt der erste Schritt. Erstens, die allgemeine Formel. Irgendwo her sucht, wo sie auch stehen mag, in Tafelwerken, Tabellenwerken und so weiter und so fort. Und dann sagt, ich suche jetzt eine Formel, die heißt irgendwie was mit V, mit T und mit S. Und da gibt es meinetwegen Formeln, da steht F ist gleich, weiß der Kuckuck was, M mal A. Das hat überhaupt nichts damit zu tun, denn wir haben hier kein M, keine Masse, keine Beschleunigung, kein Weg, gar nichts, ne? Das kann man sich schenken. Oder P ist gleich F durch A, das ist genauso schlimm, das kann man sich alles schenken und irgendwann sehen wir A ist gleich V durch T. Oh, Achtung, jetzt wird es ein bisschen interessanter, denn wir haben hier ein V und wir haben hier ein T drin. Ein V und ein T. Ja, bloß uns fehlt noch das S. Und dann finden wir irgendwann die Formel V ist gleich S durch T. Natürlich ist dieses Formelsuchen nicht so blöd, dass man da praktisch in unwichtigen Formeln sucht, sondern man sucht ganz einfach beim Stichwort Geschwindigkeit und findet automatisch dann diese Formel hier. Und diese Formel, die ist mit allen drei Größen ausgestattet, mit V, S und T. Alle anderen Formeln kann man getrost beiseite lassen. Und genau diese Formel hier, die schreibt man als erstes hin. V ist gleich S durch T. Jetzt, was ist gesucht, was ist gegeben? Gesucht ist S. Aha, naja, gut. Wenn S gesucht ist, dann müssen wir es da alleine stehen lassen. Jetzt ist aber der allgemeine Weg, um das hinzukriegen, wenn man noch nicht nur mit Buchstaben arbeiten kann, ist der sicherste, dass man sagt, naja und, dann setze ich für alles andere, jetzt kommt das Wort, einsetzen, was weiß ich schon. Einsetzen, nämlich statt V schreibe ich das, was V wert ist, nämlich 800 Kilometer pro Stunde. Och, pro Stunde, das könnte ich sogar besser schreiben. Das schreibe ich alles auf einen gemeinsamen Bruchstrich, die 800 Kilometer pro Stunde. Ist gleich. Das S weiß ich immer noch nicht, das lasse ich einfach stehen. Mach den Bruchstrich, das ist dieser Bruchstrich hier oben, und schreibe T 5,5 Stunden hin. Und jetzt bin ich schon beinahe fertig. Warum bin ich beinahe fertig? Weil jetzt geht es leicht. Jetzt sage ich mir, es muss alleine stehen. Was stört? Es stört durch 5,5 Stunden hier,
durch, 5,5 Stunden. Und wenn das stört, dann wissen wir, dann machen wir einen Regiestrich und schreiben das Gegenteil von dem, was stört, nämlich mal 5,5 Stunden. Ich lasse jetzt die Zwischenzeile weg, das haben wir hinreichend geübt, das gibt es auch in anderen Videos zu sehen. Und jetzt schreibe ich auf beiden Seiten mal 5,5 Stunden. Rechts muss ich das nicht nochmal schreiben, denn da habe ich mein S schon alleine stehen. Das kürzt sich dann weg. Und auf der linken Seite stehen meine alten 800 Kilometer pro Stunde. Und mal 5,5 Stunden gehört auf den Bruchstrich. Also mal gehört immer da oben hin. Also schreibe ich das einfach da oben hin. Jetzt kommt ein ganz einfacher Schritt. Die Stunden kürzen sich raus. Und S, eine Entfernung, wird in Kilometern angegeben. Also das kommt schon praktisch frei Haus geliefert. Und jetzt ist meine einzige Aufgabe, dass ich sage 800 mal 5,5. Und das kann man machen. 800 mal 5, das wären 4000. Und 800 mal 0,5 sind 400, also 4400. Und das Kilometer nicht vergessen, denn das gehört mit zur Aufgabe, ist gleich S. Doppelt unterstreichen. Und da das ja eine Sachaufgabe war, kommt jetzt die Antwort. Das ist der dritte Schritt. Die Antwort schreiben. Und das erspare ich mir jetzt hier in diesem Video. Das ist eigentlich das Einfachste. Ich mache jetzt hier erstmal an der Stelle Gesundheit, eine Pause. Falls es Fragen zu klären gilt. Und danach machen wir Übungen. Lässt sich gut machen, indem man dann zu Hause, also die Antwort, den Satz, das Flugzeug 4400 Kilometer in dieser Zeit geflogen ist, das können wir uns jetzt schenken. Und dann machen wir das so, dass nach jeder Übung man zu Hause rechnet. Hier entsprechend rechnen wir und die Auflösung kommt dann auf einen Schlag. So, jetzt erstmal Pause, ob es Fragen gibt. Jetzt kann man das natürlich alles auch noch ein ganz bisschen anders machen, indem man sagt, okay, das ist praktisch die zweite Variante der Lösung, indem man sagt, V ist gleich S durch T. Ich suche S. Naja, dann mache ich es doch einfach, dann sage ich, ich nehme alles erstmal mal T, dann steht hier V mal T ist gleich S und setze dann ein. Und dann habe ich nämlich das gleiche wie hier. Hier. Wenn ich hier einsetze, komme ich auf diese Zeile. V ist S durch T umgestellt, als V mal T ist gleich S. Und dann kann ich einsetzen für V 800 Kilometer pro Stunde und mal T, das gehört auf den Bruchstrich, und komme dann genauso schnell dahin. Also erst umstellen und schafft es dann genauso. So, jetzt zu Übungen. Und zwar, ihr schreibt gegeben, ich erzähle einen Text und dann werden wir sehen, was wir dazu brauchen. Und zwar, der Text heißt, ich habe das Volumen eines Steins ermittelt und dieses Volumen beträgt 3,5 Kubikdezimeter. Das ist also ein großer Stein. Wir müssen also schreiben, V ist gleich 3,5 Kubikdezimeter. Die ganzen anderen Geschichten, was ich an Sätzen, dass ich da was ermittelt habe und so weiter, die können wir uns jetzt auf dieses kleine bisschen hier beschränken. Zweitens, ich habe die Masse des Steins gewogen und diese beträgt 1,75 Kilogramm. Die Masse, klein m, ist 1,75 Kilogramm. Welche Dichte hat der Stein? Das heißt, wir schreiben gesucht. Rho. Zum Lösungsansatz, weil jetzt hier zu Hause am Video keiner nachschlagen kann, wir finden folgende Formel: Rho ist gleich m durch v. Na denn, nochmal kurz die Bemerkung: Eine Schülerin fragte gerade, kann man auch VST oder VS schreiben, weil es ja das Volumen eines Steins sein soll? Ja, denn dieser Index hier. Man kann auch Rho ST schreiben. Dieser Index hier, der macht mir die ganze Sache leichter. Wenn ich nämlich mehrere verschiedene Körper zu berechnen habe, dann weiß ich, ach, das war das Volumen des Steins, das ist die Dichte des Steins, MST könnte ich ranschreiben und so weiter. Das kann man machen. So, jetzt die Formel entsprechend entweder sofort umstellen und dann einsetzen oder umgekehrt. Und dazu macht ihr zu Hause auch Stopp am PC. Haltet das Video an, rechnet alleine aus und hinterher sehen wir uns wieder bei der Berechnung. Zur Auflösung, hier ist Rho
Schon alleine stehend. Ich brauche überhaupt keinen Regiestrich zu schreiben. Wenn ich das nämlich einsetze, sehe ich rot. Was ich suche, steht schon ganz alleine da. Ich setze bloß noch ein, mache eine Nebenrechnung, kriege daraus 0,5. Wenn man das überblickt, kann man es natürlich sofort machen. Und kriege sogar die Einheit frei, Haus geliefert, alles fertig. Jetzt habe ich allerdings hier um die Ecke geschrieben, das sah schlecht aus. So. 0,5 Kilogramm pro Kubikdezimeter ist dieser Stein dicht. Mal eine Nebenbeifrage. Wenn der nur 0,5 Kilogramm pro Kubikdezimeter hat, was ist denn das für ein Stein? Okay. Also dieser Stein, der würde sogar im Wasser schwimmen. Das wäre also ein ganz wahrscheinlich Binsstein, ein aufgepusteter Stein. Den nahm man früher auch so zum Abschrubben von irgendwelchen Dingen. Der hatte lauter Blasen drin. Also wenn das ein Stein gewesen wäre, dann wäre der voller Gas gewesen und nur ein Steingerüst außenrum hätte ihn gehalten. Deswegen ist er dann so wenig dicht und würde im Wasser schwimmen. Gut, bis dann, Fragen. Die nächste Aufgabe beschäftigt sich mit einem regelmäßigen Körper. Und zwar, der Text heißt, ein Quader hat ein Volumen von 24 Kubikmetern. Also ein Riesending. Ein Quader hat ein Volumen von 24 Kubikmetern. Der Quader ist 3 Meter lang und 4 Meter breit. Lang ist L. 4 Meter breit wie B. Wie hoch ist der Quader? Beim Thema Lösung sagt man ganz einfach, naja gut, ich gucke wieder nach und finde eine allgemeine Formel, die heißt V eines Quaders, deswegen schreibe ich hier VQ hin, ist gleich L mal B mal H. Na denn los. So, jetzt auf der linken Seite und der rechten Seite haben wir Folgendes gemacht. Auf der linken Seite habe ich erst eingesetzt und dann hintereinander weg nach allen Regeln der deutschen Rechenkunst die Sache so ermittelt. Auf der rechten Seite habe ich erst umgestellt nach h, ich habe durch l und durch b geteilt, sodass dann diese Formel hier entsteht, habe in die eingesetzt, habe gekürzt wie ein Weltmeister und komme auch auf das gleiche Ergebnis. Wir haben mal eine Vorübung gemacht, rho ist m durch v und wir haben gesagt, v ist die gesuchte Größe, die steht unter dem Bruchstrich. Wir müssen also erstmal v aus dem Bruchstrich wegbringen, mal v. Dann entsprechend umgestellt kommt v ist gleich m durch rho raus und wir haben die Aufgabe mal schon abgekürzt bei einer Masse von 4 Kilogramm und einer Dichte von 0,5 Kilogramm pro Kubikdezimeter wollen wir V suchen. Jetzt hier mal ganz stur einsetzen. Bin mal gespannt, was ihr dann hinkriegt. Also wenn man jetzt richtig stur ist und das richtig stur einsetzt, ich zeige nochmal, um diesen Bruchstrich geht es. Diesen Bruchstrich, den nehme ich als Hauptbruchstrich und mache einen Doppelbruch draus. Dann kann nichts passieren. Da muss ich mir noch keine Tricks merken. Da muss ich mich an was anderes erinnern. Und zwar nochmal zum Thema Doppelbrüche. Wenn ich zum Beispiel sage, 1/2, jetzt kommt dieser Hauptbruchstrich durch 3 Viertel. Und ich schreibe das mal um. Dann schreibe ich eigentlich 1/2 durch 3 Viertel. Und die Aufgabe, die löst man nicht, sondern da sagt man dazu 1/2 mal 4 Drittel. Wenn ich mich an diese alte, das ist ein ganz einfaches Rechengesetz bei der Bruchrechnung. Wenn ich mich an diese alte Weisheit erinnere, kann ich das hier anwenden und kann sagen, V ist gleich 4 Kilogramm. Und jetzt durch 0,5 Kilogramm pro Kubikdezimeter kann ich auch schreiben als mal Kubikdezimeter durch 0,5 Kilogramm. Und plötzlich funktioniert es wieder. Und jetzt ist es wieder leicht. Ich bin ein Fan davon, immer mit Bruchschreibweise, also mit Bruchstrichschreibweise sozusagen zu arbeiten. Aber hier lohnt es sich, wenn ich keine Ahnung habe, wie ich hier diese blöde Dichte hier unten als Doppelbruch einsetzen soll, lohnt es sich mal die Babyschreibweise mit Doppelpunkt zu nehmen. Dieser markierte große Bruchstrich ist das geteilt durch. Und jetzt muss ich mich, wenn ich das so ganz eiskalt hingeschrieben habe, dessen erinnern, dass ich sage 4 Kilogramm durch. Einen Bruch ist nichts anderes als, und jetzt kommt's, umgeschrieben, V ist 4 Kilogramm mal das Reziproke,
dieses komischen Bruchs, der da hinten steht. Und durch 0,5 Kilogramm. Ich erinnere nochmal an diese Geschichte. Ein halb durch drei Viertel ist ein halb durch drei Viertel. Ja, das weiß ich auch so. Na, das war jetzt wieder hier. Das war dieser Bruchstrich. Das ist dieses geteilt durch. Wieder Babyschreibweise, sage ich gerne dazu. Ich muss aber wissen, dass ich einen Bruch durch einen anderen Bruch so dividiere, dass ich mit dem Reziproken, Reziprok heißt Kehrwert, statt drei Viertel, vier Drittel, multipliziere. Und dann geht es 1 mal 4, hier 1 mal 4 und 2 mal 3. Oder vorher kürzen. Das haben wir hier oben nochmal gemacht. Ich habe nochmal umgeschrieben. Und jetzt kann ich sagen, okay, die Kilogramm, die kürzen sich wieder raus. Hier steht ein Mal. Und jetzt bleibt 4 durch 0,5. Und das ist einfach. V ist also, jetzt mal diesen Kram sauber abgeschrieben, bevor ich das Endergebnis rechne. 4 geteilt durch 0,5. Und das Ganze ist schon fertig in Kubikdezimetern geliefert. Hier muss ich sagen, das ist 40 durch 5 erweitert, damit ich das Komma wegkriege. V ist demzufolge 8 Kubikdezimeter. Nochmal, der Trick besteht darin, dass ich bei Doppelbrüchen entsprechend nochmal umschreibe, wenn ich mir nicht sicher bin, und nochmal umschreibe, genauso wie wir es früher hier gemacht haben. Das hier. Das Gesetz hier, das findet hier oben Anwendung. Das müssen wir wissen. Wenn das klappt, dann kommen wir auch mit solchen komischen Sachen zurecht. Fassen wir also nochmal zusammen. Wenn ich in diesem Fall hier die Gleichung umgestellt habe und ich muss für Rho, dann blöderweise das einsetzen. Hier, Rho kommt dann auch noch ein Bruch und dann Bruchstrich. Dann muss ich mich an eine alte Technik erinnern. Und zwar diese hier. An diese alte Technik, dass ich Brüche, wenn ich schon Doppelbruch habe, so hinschreiben kann. Und dann umgekehrt mich daran erinnern muss, dass ich mit dem Reziproken des Divisors multiplizieren muss. Wenn ich das dann wirklich nochmal wieder zurückschreibe, umschreibe, hier so, als 4 Kilogramm durch, hier ist mein durch, diesen Bruch muss ich sagen, 4 Kilogramm mal das Reziproke von diesem Bruch. Wenn ich das getan habe, dann kann ich wieder mit den üblichen Handwerkszeugen arbeiten und 4 durch 0,5. Da erweitert man einfach mit 10, damit das Komma verschwindet. Dann heißt es 40 durch 5 und das ist 8. Und jetzt kam noch ein Hinweis. Aber wieso? 4 durch 1,5 ist doch. Ach so, ja klar. Ist genauso wie 4 mal 2 Eintel. Deswegen, wenn ich durch einen Bruch teile, immer daran denken und dann klappt es auch mit dem Rechnen. Ich schließe das Video an der Stelle ab. Das wird dann einen zweiten Teil geben.